Guten Abend, liebe Inselbewohner. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Vertrauen Sie mir. Trauen Sie mir. Ha. Haben Sie schon einmal was vom dunklen Prognostikon gehört? Ich habe in einem Brief von einem dunklen Prognostikon gehört. Der Brief war von einem gewissen Deal. Notu, nehme dich in Acht. Du hast 2 Tage Zeit, dein Geheimnis zu verbreiten. Ansonsten werde ich es tun. Ha. Ha! Hallo. Hallo. Ist jemand zu Hause? Was ist denn das? No. Warum genau bin ich hier? Wir müssen Ihnen mitteilen, dass das Phoenix-Protokoll gefährdet ist. Momentchen. Phoenix was? Bisher wurden sie immer sofort geklont, wenn sie gestorben sind. Doch etwas auf dieser Insel verhindert, dass wir Klone mit ihrem vollständigen Gedächtnis auf die Insel schicken. Wir können es zwar umgehen, jedoch kann jeder Klon der Letzte sein. Um die Mission zu vollenden, sollten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, Teil des Fluches zu werden. Sie denken wahrscheinlich, dass das eine schlechte Idee ist, doch BR1 haben Sie ja sowieso schon erhalten. Und ein Geist zu werden, macht ja nun keinen großen Unterschied mehr. Bitte was? Ansonsten könnten Sie Ihr Testament schreiben und alles notieren, was auf der Insel passiert ist. Wir schicken dann Ihren Cousin, um die Mission zu vollenden. Also ich habe doch gar keine mir bekannten Verwandten. Was für ein Cousin? Ich meine einen Cousin. Sie wissen schon, einen Cousin, der Ihnen sehr ähnlich sieht. Ich meine einen Klon. Ohne Ihre Erinnerung, Sie Vollidiot. Ach so, sagen Sie es doch gleich, Mensch. Ja, das ist ja natürlich, das ist ja was anderes, das, ja, jetzt ist offensichtlich, was Sie meinen. Ach übrigens, wir behalten Sie eine weitere Woche hier oben. Und, wieso das? Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Ich muss da wieder runter. Sie kennen es bereits. Keine Fragen. Herr Crafter. Ja. Kaum bin ich wieder hier, was passiert? Nicht, dass plötzlich alle weg sind oder so. Okay, mal Balkon abschicken. Ich muss mal das Haus erstmal sichern. Ich glaube jetzt, dass alle weg sind. Aber es ist folgendermaßen. Ich habe ja sicherlich hoffentlich schon mal von dem Typen namens H erzählt. Bisher wurde, also es war so, der hat Videos verbreitet. Im ersten Video, was er veröffentlicht hat, hieß es, er würde die Wahrheit ans Licht bringen. Und dann kurz darauf ist folgte ein Video, in dem es hieß, dass Nutu sein Geheimnis verbreiten soll oder es würde H tun. Und dann war es folgendermaßen, dass H halt ein Video veröffentlicht hat, in dem es um Nutus Geheimnis ging, aber letztendlich war es für mich nichts Neues, denn es war jetzt quasi nur das, was im Buch auch steht, also quasi nur Zitate aus dem Buch. Und zwar, gestern
Abend. 20 Uhr erreicht alle Bewohner der Insel eine Nachricht. Und zwar sagte er, heute um 0 Uhr wird die Wahrheit über Chris Crafter veröffentlicht. Also in seinem ersten Video hat er hier gelabert, ne, er wird die Wahrheit ans Licht bringen, die ganze Wahrheit oder sowas in der Art. Pff, keine Ahnung. Zumindestens waren in dem ersten Video dann Leute zu sehen, in einer Reihe aufgestellt. Als erstes standen da, glaube ich, also von links nach rechts, die Redfords, dann Leute, die ich nicht zuordnen kann, und Jones, Noto und ich. Und dann das Geheimnis von mir, also die Wahrheit über mich, wurde nicht als Video von ihm verbreitet, das ist unüblich für ihn, sondern als nur ein Audio, was rumgereicht quasi wurde. Chris Crafter wurde aus dem Mittelalter Corvus gerissen und zweimal geklont. Sein erster Klon produziert nun Videos auf der Webvideoplattform YouTube und sein zweiter wurde auf die Insel Barracuda geschickt, um eine Person aufzuhalten, bis dato unbekannt. Er zögert nicht, eine Waffe zu ziehen und ist bereit, über Menschenleben zu gehen. Er redet wirres Zeug wie Herobrine, Zombies und Hexen, ein weiterer Beweis dafür, dass er und sein Gedankengut sehr veraltet ist. Ha. PS, in naher Zukunft wird mein finales Video über Barracuda und mich veröffentlicht. Nun gut, zumindestens, ich gucke jetzt einfach mal schnell nach, was im Briefkasten ist, falls da etwas ist. Ich war eine Woche nicht da. Oh, hier ist etwas. Ganz viele Briefe. Da steht nichts drin, okay. Okay, im Briefkasten war jetzt hier folgender Brief. Hallo Herr Kraft, ich habe Ihr Videotagebuch gesehen und freue mich, dass Ihr Meister mich als seinen Feind anschaut. Nun, Dr. Jones selbst ist auch gerade daran rauszufinden, wer ich bin. Helfen Sie ihm. Nun, ich werde alles Leben vernichten, auch dies Ihres Meisters. D. Ja, okay. Was für ein Videotagebuch? Ich habe kein Videotagebuch. Es ist so. Dein Verstand ist verknüpft mit der Kopie von dir, welche abhanden gekommen ist und nun Webvideos produziert. All das, was du erlebst, wird in seinem Kopf als eine Idee auftauchen, welche er früher oder später in Videoform umsetzen wird. Und so soll eine verdeckte Ermittlung funktionieren, aber ich habe die Vermutung, dass D ja tatsächlich Oro ist, ist die Sache. Helfen Sie ihm. Nur Dr. Jones selbst ist auch gerade daran herauszufinden, wer ich bin. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß tatsächlich, wer es ist. Es ist Roro. Es spielt mir ganz gut in die Hände, dass er mir auch noch zwei weitere Bücher gegeben hat. Und zwar kann ich dann hier einmal ein Testament schreiben und eine Biografie quasi über mein Leben. Ihr habt ja gerade gesagt, es gäbe ein Videotagebuch. Also er hat es gesagt. Aber ihr habt es mir ja gerade bestätigt. Ich glaube, ihr habt ja auch schon mal gesagt, dass ihr alles mitseht und mithört. Also habt ihr doch Aufzeichnungen von all dem, was hier passiert ist. Ja, die haben wir. Okay, das heißt, ich bräuchte jetzt nur die wichtigsten Sachen aufschreiben und den Rest werden sie dann meinem Cousin zur Verfügung stellen. Das liegt im Rahmen des Möglichen. Okay, dann würde ich das tatsächlich jetzt schreiben, aber ich muss auch nach Jones suchen. Ich weiß gerade gar nicht, wie man ein Testament schreibt. Wie schreibt man denn ein Testament? Ich würde jetzt einfach schreiben, Testament Chris Crafter. Ich vererbe alles meinem lieben Cousin Hans Crafter. Das heißt alles, wirklich alles. Ich weiß nicht, wie man sowas schreibt. Erstmal soweit fertig. Das habe ich jetzt, das Testament. Leg's erstmal dahin und erledige den Auftrag, Hans. Siehe dir die Aufzeichnungen an, die von mir gemacht wurden. Vertraue niemandem. Jagen die mich? Die suchen das Buch oder so. Was machen Sie hier?
Warum? Why not? Stopp. Oder muss ich sie daran erinnern, was H gesagt hat? Wo ist meine Waffe? Der die Botschaft machte. Ja, sie selbst. Ich werde kooperieren mit ihnen. Gehen Sie raus. Ich hab die Gebsen. Aber hier gibt es keinen Aufzug. So ist gut. Jetzt habe ich aus Versehen geschossen, ernsthaft? Jetzt habe ich so eine Kugel verschwendet. Mir reicht es. Die brechen einfach bei mir ein. Ich pack meine Waffe weg. Ich habe schon wieder eine Kugel aus Versehen verschwendet. Sind die weg? Sie sind in meinem Haus. Wir sind unter ihrem Haus. Was kann ich nur tun? Wie kann ich die hier draus loswerden? Was auch immer die tun, ist es nicht gut. Ich gehe weg. Ich suche Jones. Ich werde ihm jetzt mal in diesem Irrenhaus tatsächlich versuchen zu vertrauen. Ich möchte die aber jetzt erstmal loswerden. Mit Leute. Geht doch bitte einfach weg. Warum? Jetzt haben die auch noch mein Schild hier weggemacht. Die sind tatsächlich noch in meinem Haus, schätze ich. Und die denken, ich wäre H. Warum sind sie hier? Milden suchen. Bitte was? Und Katzenstreu. Okay, ich bin weg. Ich bin in meinem Haus nicht mehr sicher und mein Testament liegt da. Egal. Und das Buch der Anstalt. Oh, wo ist Jones? So, Jones Haus. So. Ich komme da nicht rein. Ich gucke in Jones Versteck nach. Was in dieser einen Woche hier alles passiert. Ansonsten, wem kann ich noch vertrauen? Funti? Ich frage mich, ob er gerade in der Stadt ist. Die Druckplatte ist weg. Ich bin der Annahme. Hier irgendwo ging es doch immer rein. So, ich bin jetzt erstmal hier ein bisschen drin eingebunkert. Jetzt heißt nur überleben. Das Feuer, was ich aus Versehen selbst gemacht habe. Meine Rüstung ist auch fast kaputt. Ich komme nicht in mein Haus rein. Das ist nicht gut. Wo ist mein Boot eigentlich hin? Weg? Das sind die wieder. Ich gehe zu meinem Haus. Und sehe mal, was die für ein Chaos angerichtet haben. Okay. Also wieder anfangen, die Türen zu verbarrikadieren. Ach, unten sind noch Leute drin.
Erst einmal dann neues Boot. Neues Boot und ein Schild. Ein Schild. Und ein Boot. Ich habe kein Holz. Das ist problematisch. Ah, da ist jemand umgezogen. Also danke. Mein Schild mit der Beschwerde hat also was gebracht. Dann markiere ich mir erstmal hier wieder mein Gelände. Hallo. Ich tue Ihnen nichts. Was wollen Sie überhaupt? Ich will eigentlich nur ruhig leben. Aber die Außerirdischen wollen, dass ich den Auftrag erledige. Sind Sie doch verrückt? Noto? Das ist doch Noto. Noto? Was wollten Sie in meinem Haus? Party. Können wir das nächste Mal absprechen? Naja, der Sinn davon war ja, dass das spontan wird. Leute wollen mich töten. Wissen Sie? Okay, der jagt mich. Das heißt jetzt Flucht. Ich habe noch kein neues Boot. Will er mich jetzt umbringen oder was? Ja, töte mich. Töte mich doch. Warum? Warum? Wissen Sie, wer mich niedergeschlagen hat? Wie schade. So. Ich glaube, einer von den Typen hat mich niedergeschlagen. Nun gut, ich werde jetzt nach Jones suchen. Obwohl, will ich jetzt erstmal nochmal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen an Kugeln rankomme. Und für die Gapsen nochmal ein paar Kugeln bekomme. Nun gut, vielleicht hat auch Jones Kugeln. Ich möchte friedlicher rüberkommen. Ne? Also jetzt nach den ganzen Gerüchten, dass ich über Leichen gehen würde. Ich muss bei Jones gucken, was da los ist. Dass ich da bei der Tür nicht reinkomme. Ich frage mich, wo der ist. Der ist doch hier unten drin sicherlich. Ich wollte ein Boot machen. Ich bin so dumm. Sowas von dumm. Ich klaue mir hier einfach mal Holz. Weil ich zu faul bin, einmal übers Wasser zu gehen. Jetzt bin ich Axtmörder, werden die mir sicherlich unterstellen. So. So, ein Boot. Hier ist jemand. So, jetzt Flucht. Mit dem Boot. So, und jetzt werde ich von hier aus beobachten, ob die wiederkommen. Ist ja schon fast schlimmer, als von den Redfords entführt zu werden. Ich rufe mal Jones an. Übers Funkgerät. Jones, wo sind Sie? Ich werde gejagt. Ich hoffe, er kann mich hören. Können Sie mich hören? So, ich gehe in Jones' Geheimversteck, wo es ja keinen richtigen Eingang mehr hingibt, oder? Ich hatte nämlich keine Druckplatte gesehen. So. Das Boot, wo ist es? Da ist es. Das sollte immer da sein, wo ich es auch greifen kann. So. Ich hoffe, Jones ist hier.
Nein. Nun gut. Er wird vielleicht von den Redfords gefangen gehalten? Könnte das sein? Ich weiß noch nicht, soll ich die Leute fragen, die bei mir immer einbrechen? Na, vielleicht können die mir ja weiterhelfen, aber die Sache ist auch... Ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist es auch einfach die Sache, vielleicht bin ich die ganze Zeit hier noch in dieser Anstalt, also nicht in der Anstalt, in diesem Labor, und das alles ist quasi eine Halluzination. Und diese Insel war doch für mich total verdächtig. So. Werde ich jetzt gucken, ob hier was drin ist? Nee, werde ich nicht. Ich frage einfach hier mal ganz laut nach Jones. Ich glaube, er kann mich nicht hören. Schon eigenartig, was hier passiert. Roro wollte doch eine Arztpraxis öffnen. Vielleicht bin ich dort sicher. Also, da wäre ja eine Arztpraxis gewesen. Und ich kann ja gucken, ob ich dort vielleicht Unterschlupf finde. Wer ist das? Das ist Mr. Crew. So, erstmal hier schnell weg. Zur Sicherheit. So. Ich komme dann nicht mehr ans Land. Ich hatte ja auch vor, eigentlich jetzt den nächsten Bunker zu bauen, aber dazu komme ich ja nicht einmal. So, ganz schnell weg. Die jagen mich, die jagen mich. Okay, ich sehe sie nicht. Okay. Puh. Was wollen die von mir? Ich muss mal kurz überlegen, die Leute, die mich jagen, sind das Roros oder Redfords? Ich glaube ja tatsächlich, das sind... Die meisten von denen müssten ja Roros sein. Sonst, ich traue mich wieder zur Insel. Für den Moment. Ich werde mal gucken, ob in der Arztpraxis Leute sind. Ich hoffe es. Ich werde jetzt nicht direkt zu meinem Haus gehen, das wird nichts bringen. So, wo ist mein Boot? So. Boot gesichert. Ja, hier wollten die ja irgendwo eine Arztpraxis eröffnen. Sherrys Praxis, das ist ja, glaube ich, auch eine der eigenartigen. Oh, ist da jemand drin? Ich glaube nicht. Ich gehe wieder. Ich tauche wieder ab. Die beste Möglichkeit, die ich habe. Ich gehe mit dem Boot hier erstmal wieder weg. Da stand doch gerade jemand. Warum jagen die mich? Da steht doch jemand. Ich habe den Pfeil nicht dabei. Ich bin so ein dummer Mensch. Hallo, Noto. Okay, er ist nicht ansprechbar. Gehst du mal im Haus und riskiere, umgebracht zu werden, um einen Feuerstein zu bekommen? Besser, um den Pfeil zu bekommen, damit ich schießen kann? Sollte ich vielleicht. Ich frage mich auch, was die von mir wollen. Nun gut, ich gehe einfach jetzt in mein Haus. Mir reizt. Wegrennen ist nichts für mich. Schockstarre von Noto. Dann gehe ich da mal wieder in mein Haus und hoffe, dass alles halbwegs in Ordnung ist. Ernsthaft? Die haben das Glas kaputt gemacht. Ernsthaft? Die wollen mich doch verkackeiern. Nun gut. Ich hole mir einen Pfeil und dann geht's hier weg. So, Schießpulver und Gold etc. lasse ich mal hier. Ach, das haben die gemacht. Ernsthaft? Warum machen die das? Ernsthaft? Mir reicht's. Ich höre auf hier. Zumindest habe ich jetzt einen Pfeil und werde losgehen. Und hier, habt Spaß damit. Ich verstehe auch nicht, was sie von mir wollen. Es macht einfach generell keinen Sinn. Ich farme jetzt einfach Schießpulver und versuche dann mal ein paar Kugeln zu bekommen, damit ich den Gerüchten gerecht werden kann, dass ich ja gerne über Leichen gehe. Noto steht immer noch dort. So. Aber wirklich, dass der Deal wirklich so ein Timing hat. Ich komme wieder von den Außerirdischen zurück. Und plötzlich hassen mich alle. Okay, das haben die Leute eigentlich auch schon vorher, aber... Ist so plötzlich. Der Typ ist irgendwie immer noch... tot? Okay, der macht einfach nichts. Und Jones ist einfach... weg. Ich bräuchte was zu essen. Oh, Ro, bitte hab nicht abgeschlossen. Mann. Ich breche nicht so wie andere Leute einfach in fremde Häuser ein. Ja, ich sterbe. Dorfbewohner. Fragen wir, wozu der Hebel da war.
So, hier geht's runter aufs Wasser. Also ich kann jetzt eigentlich gar nichts tun. Okay, ich will ins Haus gehen und gucken, wie viel Schießpulver ich jetzt habe. Ich will mir 16 Kugeln machen. So, im Haus könnten jetzt wieder Feinde sein. Also hier oben ist erstmal niemand. Es fehlen, glaube ich, noch genau 2 Stück. 2 Stück, dann kann ich 16 Kugeln machen. Dann ist die Gebsen wieder eine effektive Waffe. Das ist gut. Sehr gut. Habe ich mein Testament in der Truhe? Ich hoffe, die Außerirdischen stellen es dann einfach mal zu. Ich gehe raus. Überprüfe den Briefkasten. Da ist nichts. Okay, hier komme ich rein. Hier kann ich mich theoretisch verstecken. Ich sollte mir auf jeden Fall ein Kostüm anfertigen. Und eigentlich hatte ich ja mir überlegt, ich kann mich ja mal als Untoter verkleiden, aber das bringt nichts. Wahrscheinlich. Deshalb muss ich mir mal eine andere Verkleidung zulegen. Ich habe die andere Verkleidung schon gemacht. Aber ich werde wahrscheinlich die nie nutzen können. Weil die Leute ja nach jemandem suchen, der aussieht wie ich. Ich könnte mir einen Kürbis holen. Aber hier bin ich eigentlich total in einer Sackgasse. Ah, sehr viele Getränke. Nun gut, nun gut. Und wem gehört dieses Haus? Blumen. Na, ich gucke jetzt einfach mal hier ins Redford-Viertel. Und letztendlich bin ich ja aktuell noch unparteiisch. Auch wenn ich mich demnächst eigentlich hier mal irgendwie anschließen will. Zum Redford-Viertel. Das Redford-Viertel. Zu den Redfords. Jetzt muss ich aber gut aufpassen. Okay. An sich. Warum gehe ich überhaupt hin? Ich weiß. Es ist alles so verwirrend. Ich muss mal jemanden finden, den ich fragen kann, was in der letzten Woche alles passiert ist. Ich war ja eine Woche weg. Von der Bildfläche verschwunden. Ich will jetzt einfach in mein Haus gehen und sagen, ich lege mich ins Bett. Wenn das denn noch sicher ist. Ich hoffe es mal. Es bringt auch nichts, wenn ich die Türen einfach nur so zubaue. Ne? Nun gut.